Soll ich mir einfach mal Bescheid sagen, ob das passt? Weil jetzt wird ja hier ein bisschen geballert. So, es geht los, meine lieben Jungs und Mädels. Wir erleben etwas Counter-Strike. Und zwar Orklis gegen die Jungs von Alert Overdriven. Und es wird in die Knife Round gehen. Und da erwarten wir natürlich, wer auf welcher Seite anfangen darf. Und ich denke mal, auf Cash nicht mal so das große Problem, auf welcher Seite du anfängst. Eher wie gut du dich fühlst auf der C- oder T-Seite. Auf der CT- oder T-Seite. Und von daher finde ich kein großer Nachteil und kein großer Vorteil, besonders weil es die Meta ja auch so ein bisschen gekippt hat. Wiederum auf CT-Seite musst du natürlich immer ein bisschen aufpassen, dass du nicht in diesen Loser-Bonus reinrutschst. Aber wenn du dein Money gut unter Kontrolle hast auf CT-Seite, dann sollte das eigentlich passen. Und ich denke mal, die Teams sind da gut drauf eingestellt. So. Und von daher, lassen wir uns überraschen. Es geht los. Orklis startet auf der CT-Seite. Alle Overdriven auf der T-Seite. Good luck erfahren an beide Teams. Und für Justin geht es jetzt erstmal hier vor B. Sein Team baut sich langsam aber sicher hier auf Contact Richtung A auf. Und Recon geht direkt auf Information. So, schönes Portflash. Ja, trifft aber keinen, muss sich jetzt zurückziehen. Justin findet den Frack hier vor B. Ja, der hat auch ein bisschen zu tun, aber Jensen gibt hier das Backup. Damit jetzt erstmal hier der Go aufgehalten und man reagiert direkt drauf, hier zurückzuschieben. Das wird aber komplett jetzt von LAN-Pony denied, indem Jensen hier direkt gefallen ist. Man entscheidet sich jetzt einfach den dritten Weg zu nehmen. Das sollte die Mitte sein. Auf Close Distance hier irgendwie die Shots setzen Richtung Highway. Da hat Broxy ein bisschen viel zu tun alleine. Sein Team schon mit der Bombe Richtung B unterwegs. Und da kann er nicht wirklich die Meute aufhalten von Orklis Richtung Highway. So, und jetzt liegt es natürlich hier an LAN-Pony. Wie viel Zeit kann er raus? Cap versucht von der Seite reinzufallen. Das klappt ja auch wunderbar. Damit der Spot gefallen. Aber die Retake-Situation ist ja natürlich jetzt sehr gut aufgestellt für Orklis. 3 gegen 2 Situation. Aiden hat das Devkit dabei. Wird jetzt auch direkt rausgenommen mit seinen letzten 10 HP. Damit erstmal die Putt-Situation im 2 gegen 2. Erster Spieler wird gesehen. Kümmert sich jetzt hier um Cap Richtung Spot. Der wird rausgenommen. Damit kann die Bombe defused werden. Und das heißt eigentlich für MRK, der muss vorgehen. Jensen nur das Human Shield hier spielen und die Bombe ist durch und Recon holt hier noch den Frag. 1-0 für Orklis. Alle Overdriven, gibt hier die Pistol Round ab. Bisschen selbstverschuldet, nachdem man da nicht konsequent genug das Tempo angezogen hat. Und alle Overdriven kann hier nur die Bombe legen und nicht mehr den Retake verhalten. So, das heißt für alle Overdriven direkt hier der Force-Buy mit der Russen-Acker. Und die sehen wir bei Justin. Und er geht direkt mal auf die Suche in der Mitte. Sonst ist sein Team eigentlich ziemlich gut ausgestattet. Zweimal Deagle, eine MAC-10, eine UMP. Schöner Sprung da von Justin. Damit rechnet einen ja mal gar nicht. Damit kann er hier wunderbar den Highway einnehmen. Versucht das Duell hier nochmal einzugehen. Sein Team baut sich aber langsam aber sicher hier auch auf. Kleiner Nachteil natürlich hier mit der MAC-10 auf die lange, lange Distanz. Riesenproblem ist für sie halt Justin, der jetzt hier noch eine Gap hat. Oh, schöne, schöne Nate. Jetzt sieht man auch die HP-Anzeige. Hat noch 50 HP. Sieht es natürlich daran, hier mit der M4 das Ganze zu verteidigen. Super Flash da von Alles Overdriven. Dadurch können die den Spot einnehmen, aber es ist immer noch eine Retake-Situation, die Orklis hier ausspielen könnte, da die Bombe nicht liegt. Die Bombe wurde erstmal liegen gelassen. Natürlich jetzt sehr schwer, aber gibt natürlich nochmal die Chance, eigentlich auf Frags zu gehen, aber da braucht man die Bombe gar nicht mehr zu legen. Proxy und Justin räumen da auf. Riesenproblem war halt hier die Kontrolle, die man verloren hat bei Orklis in der Mitte. War nicht so gut. Und dann fällt hier das Ding wie ein Kartenhaus zusammen, weil halt Justin hier auch sehr, sehr viel Fokus auf sich selbst gezogen hat. Sein Team kann einfach hier mit einer Flash den Spot ausradieren. Sondern das ist nur eine Frage der Zeit, bis die Spieler fallen. Dann gewinnt man beide Duelle und das Ding ist vorbei. So, Aiden jetzt hier Richtung Mitte unterwegs. Und wir sehen natürlich bei Orklis direkt wieder hier den Force-Ball. Und da das Duell in der Mitte. Aiden traut sich dann nicht nochmal weiter rauszugehen. Hätte man theoretisch zu zweit versuchen können mit der Deagle. Das gibt natürlich auch alle Overdriven erstmal sehr, sehr viel Raum hier. Und den nutzt man auch, indem man jetzt hier die Mitte einnimmt, direkt einen Base-Bit draus macht. Steht aber schon mit 3 Leuten bereit. Mal gucken, ob es reicht. LAN-Pony holt hier einen. Justin direkt mit dem Double-Frag gegen Recon und LAN-Pony.
So, jetzt muss man den Spieler auf dem Spot finden. Hat man den auf dem Schirm? Denn spätestens jetzt sollte man ihn auf dem Schirm haben. Hat aber viel zu viel Schaden. Amnesia kann da noch einen mit rausnehmen. Schießt hier Justin auf 24 HP. Und das ist die 2 gegen 1 Situation. Das ist machbar für Jensen. Der hat zwar nur eine Diege. Sollte jetzt auch bekannt sein. Will er da die Spieler rausbaiten? Schlaue Sache das. Und Jensen, der wartet auf seine Möglichkeit. Oh, bekommt sie und vergeigt's. Und das heißt für ihn Rückzug, da bleibt die Zeit nicht mehr wirklich auf seinem Konto. Um hier nochmal den Retake 100 zu spielen, 1:2. Die UMP wird gesaved und Justin bringt hier seine AK mit 24 HP durch. Und Proxy bekommt sogar noch als Bonus hier die M4. Der Molotow meiner Meinung nach hier ein bisschen zu früh rausgeschmissen. Wollte er höchstwahrscheinlich einfach den Push abfangen. Ah, der Refrag kommt. Zwischenzeitlich wird hier ein bisschen vor A gefightet. Das Duell kann LanPony gewinnen, die zwischenzeitlich hier ein bisschen die Position getauscht haben. Dafür nimmt Amnesia hier erstmal alleine den B-Spot mit der Pistole. Also leichter Stack mit Highway inklusive. Und das scheint hier doch so gut geklappt zu haben, dass man jetzt die 3 gegen 3 Situation hier hat. Aber da wird direkt hier der Backstep abgefangen, der über den Vent kommen sollte. Aber man teilt sich auch direkt gut auf bei Alet Overdriven. Wenn man direkt hier einen Afterplan sich aufstellt. Besonders Proxy, damit in einer guten Position. Ich hätte mit der M4 auf lange Distanz. So, LanPony wird da auch nicht mehr viel machen können eigentlich. Auch Recon. Sehr schwere Situation hier, das Ganze eigentlich auch irgendwie erfolgreich runterzuspielen. Besonders weil MRK da mit einer AK steht. Es ist halt nur Recon mit 25 HP. Der versucht noch einen mitzunehmen, den Tod. Klappt hier nicht. Die Alet Overdriver gehen hier mit einem 1:3 in Führung. Damit geht Orkles hier in ihre erste Waffenrunde mit sehr, sehr wenig Equipment am Start. 2 Smokes, ein paar Flashbangs, eine Nade. Und dann war es das auch für sie. Also das heißt, sie müssen jetzt gut mit dem Equipment hier handeln. Also wird schon wichtig sein, um hier natürlich auch die Jungs auf der T-Seite etwas unter Kontrolle zu halten. Man steht komplett auf Retake bereit auf dem A-Spot. Jensen zieht da jetzt wieder mit der AWP nach vorne. Das könnte natürlich ein Riesenproblem werden. Wenn er rausgenommen wird, ist der Spot gefallen. Und bei Alt Overdriven geht es jetzt erstmal hier langsam. Sehr, sehr langsam auf ein pick-orientiertes Spiel. Und da verliert man auch direkt das erste Duell. Und zwar Cap. Der wird hier von der AWP rausgefischt. Damit der A-Spot erstmal sicher. Und die Jungs von Alt Overdriven bauen hier wieder Richtung B auf. Proxy soll wohl einfach die Mitte abfangen. Und der Rest wird versuchen, hier kompakt auf den B-Spot zu kommen. Und da wartet wieder Amnesia. Der bekommt direkt das Backup hier von Recon. Der Molotow kommt gut geflogen, aber der reitet sich nicht aus in die Ecke. Amnesia hat jetzt die Goldposition. Der wird da niemals gecheckt. Und das klappt ja auch wunderbar. Und der bleibt einfach sitzen, hält die Flanke hier sauber, bekommt da zwar keinen zweiten Aiden, zwischenzeitlich hier in der Mitte gefallen. Also, Proxy macht da seinen Job. Und holt sich auch den ersten Spieler auf sein Konto. Jetzt wird es natürlich wieder schwer für Orkles, nachdem man den Spot hier verloren hat, im 3 gegen 2 den Retake zu spielen. Und das Problem ist, sie haben halt kein Equipment. Und was will Recon jetzt machen? Will der nochmal rausgehen? Das kann er hier nicht schaffen. Da passt Justin auf. Oh, das war so gut, diese Position von Amnesia da an der Ecke, weil der Molotow sich nicht ausgebreitet hat. Und dann kann er den zweiten Spieler nicht finden, weil er kein Backup hat. Und dann fahren sie einfach drüber. Da ist der Name Bukram. Und damit gehen sie auch hier mit 1:4 in Führung. Auch wenn das schön gemacht war von Orkles, dieser frühe Peak Richtung Main über die Xbox. War wunderbar. Also hat sehr gut geklappt. Und jetzt geht es hier einfach gemeinsam drauf Richtung Spot gegen die Pistols. Und da wird man nicht viel erreichen können, außer Recon räumt da ein bisschen mit der Deagle auf. Und das wurde ja auch direkt vereitelt.
Ah, und dann ist es vorbei. Schnelle Runde dafür, alles overdriven. Und das geht auf ihr Konto. Also da brennt nicht wirklich viel an. Oh, Justin auch mit einem guten Frag-Verhalten. 11 Frags, zweimal tot. Und somit gucken wir mal, ob Orklis hier die nächste Runde holen kann. Ansonsten kommen sie halt nicht aus diesem Geldstrudel raus. Und das ist das, was ich am Anfang angesprochen habe. Dieser Geldstrudel kann dich auf Cash kaputt machen. Wenn du aus dem nicht rauskommst, kann alles overdriven hier komplett vorlegen. So, MRK an der MAC-10. So, der muss ein bisschen aufpassen. Justin gewinnt zwischenzeitlich das Duell hier gegen den Spieler Recon. Der wollte da vorpushen, einfach den Raum einzunehmen. Und da wird jetzt einfach mit der AWP gewartet. Ja, vielleicht ein bisschen zu offensiv in der Situation gewesen. Wollte man vielleicht bei Orklis einen Ticken zu viel. Und auch wieder diese frühe 4 gegen 5 Situation, die halt unter keinem guten Banner steht bei Orklis. Ja, wenn du direkt in so einen Nachteil gehst, hat alles Overdriven natürlich Riesenchancen, irgendwo natürlich auch sehr viel Raum einzunehmen. Oh, das ist ein schöner Molotow. Aiden versucht da noch abzuwarten, aber er kann natürlich jetzt nicht Richtung Whitebox biegen. Man lässt jetzt den A-Spot vollständig, auch versucht das zu zweit zu halten. Da muss er aufpassen, Jensen. Er hat jetzt zwei Flanken, die er halten muss. Einmal die Tür. Oh, da verschießt er. Muss jetzt die Position wechseln, versucht nochmal Richtung Tür zu ballern, aber da kommt viel, viel auf ihn zu. Und er steht komplett alleine. Aiden kann ihn keinem Support geben und damit liegt es jetzt an Jensen. Wie viel Schaden kann er da machen? Der verbrennt im Molotov, 18 HP noch. Oh, keine Chance, absolut blind. Aiden da zwar noch mit dem Backup, aber der wird direkt hier so weit unter Druck gesetzt von MRK mit der MAC-10, dass es da nichts mehr für ihn zu holen geht. Amnesia kommt auch viel, viel zu spät. Alle sterben hier einzeln. Wie die Lemminge. Und jetzt hat man halt wieder das Problem, dass man im 4 gegen 2 Retake steht. Und eigentlich alles dicht hat. Und bei Orklis kann man direkt die Sachen packen und hier in den Safe gehen. Ah, ja, 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 ja. Das ist gut für alles Overdriven. Die legen hier halt gut vor, finden immer die Lücke. Schöne Flash, muss ich sagen. Aber die war nicht ganz erfolgreich. Da ist LAN-Pony. Na, der steht an der Kante. Das heißt, keine Flash für ihn. Oxy holt da nochmal ein. Also, die Runde war teuer für alles Overdriven, aber im Endeffekt wird sie das recht wenig interessieren. Dafür ist das Geld hier unglaublich voll. Also, das Teamgeld ist ja exzellent bei ihm. Ja. Ah, das ist schon mal ein Zeichen, was man hier setzt auf der T-Seite. Und für Orklis geht es direkt hier in die nächste Pistol Round. Natürlich mit dem Loser-Bonus, den man zur Verfügung hat. Und der ist ordentlich, kann man ein bisschen Pistole kaufen. Trotzdem sollte man auf der Hut sein und natürlich auch hier sparen. Und da findet Justin auch direkt den ersten Spieler. So, ja. Kann nochmal nachzugehen mit Aiden. Der hat da ein Riesenproblem. Da stehen zwei Leute in der Mitte. Und da sollte er tunlichst nicht mehr versuchen, da irgendwie nochmal auf den Frack zu gehen. Oh, wir es trotzdem haben. Jensen auch nochmal unterwegs. Nach der Suche, irgendwo ein Duell zu gewinnen. Ah, Pustekuchen gibt's nicht. Jetzt gibt's einen Arschtritt. Und da steht Jensen komplett offen. Keine Chance. Direkt auch von Justin hier weiterhin die Schneise reingeschlagen, dass der Orklis nicht mal eine Chance hat, auch nochmal schnell Richtung K zu kommen. Und jetzt ist dann Amnesia. Der kann nochmal den Anschuss setzen, aber das reicht natürlich nicht. 7:1 plus Ziel. Für Orklis die nächste Waffenrunde. Recon und Jensen jetzt hier an der Doppel-AWP. Also alles Overdriven findet halt immer irgendwo die Eröffnung. Und das macht es halt für Orklis sehr, sehr schwer, dann so eine 4 gegen 5 Situation auszuspielen. Dann verlierst du halt durch diese Lücke irgendwo einen guten Stand auf der Map. Und man macht es halt alles Overdriven in vielen Situationen sehr leicht. So, jetzt hat man endlich mal in der Mitte hier den First Pick gefunden gegen Proxy. Das sieht doch gut aus. Also, damit kann man leben. Und damit kann man arbeiten. Also, mal gucken, ob Doppel-AWP sich hier lohnt. Justin ist hier noch nicht gefallen. Hat er noch keine Möglichkeit wirklich gefunden, hier ein Duell zu suchen. So, schöner Molotow da von Timbo. Soll natürlich auch ein bisschen dafür da sein, dass man diese Ecke da ausschließt. Und dann einfach jemanden da off-guard erwischt. Justin holt sich den ersten. Hat er den gesehen?
Ich glaube, er hat ihn sogar gesehen. Jetzt fallen halt wieder diese beiden Spieler Richtung Mitte. Es geht direkt Richtung Metro. Da werden wir keine Zeit verlieren. Jetzt siegt Alan Pony und Amnestia. Und die sind beide schon da. Oh, der kriegt direkt einen Anschuss. Oh, wie viel Schaden kann Alan Pony da machen? Da sitzt der zweite nicht. Und Amnesia fällt hier auch direkt wie eine Fliege. Damit der Spot eingenommen. 3 gegen 1. Wieder der Retake. Und diesmal liegt es an Jensen mit der AWP. Oh, das ist nicht gut. Und dann wird er sogar noch von Timbo gesehen, der einfach frech auf die Box hüpft. Und das ist das 8 zu 1. Also, die Jungs wollen hier aufsteigen. Man sieht es. Ja, und Justin kriegt direkt wieder den Pick in der Mitte. Das ist natürlich jetzt der... Was ist das für ein Ball? Okay, also Amnesia kauft runter, der Rest spart. Ja, vielleicht nicht die beste Entscheidung, die man hier gewählt hat. Da hat man natürlich wieder so ein unsolides Geldverhalten. Aber sie gewinnen hier die Duelle. Sie holen jetzt erstmal die 3 gegen 3 Situation, versucht dann mal vorzugehen. Oh, Justin versucht die mit der Techna rauszunehmen. Oh, das Ruderboot bei LAN Pony. Da gibt es nichts zu holen für ihn. Justin, da einfach ein Biest auf dem Server. Ja, und jetzt ist Cap, der fällt die Mitte frei. Und dann wartet man einfach nur noch auf die Pushes, die ihn hier Orklis wie auf dem Präsentierteller, ja, hinlegt. Und Orklis wird auch diese Runde abgeben. Mesa sollte jetzt versuchen, auf jeden Fall die Waffe zu safen. Er bleibt ihnen ja eigentlich nicht übrig. Also, da Amnesia hier auch reingekauft hat, knapp, da der hier reingekauft hat, muss der eigentlich safen. Weil er kann er wenigstens mit seinem Team nächste Runde wieder zusammenkaufen. Ja. So, AK will er noch. Ja, die kann er auch noch aufnehmen. Trotzdem, der Safe muss hier kommen auf jeden Fall. Wir gucken aufs Geld. Amnesia halt hat nichts. Da kommt der Molotov, die wissen ganz genau, wo er steht. Die haben alles ausgeschlossen, ziehen hier rum. Und das ist ein Todesurteil. 1 zu 9. 1 zu 9. Orklis findet ihn nicht in die Partie rein. Nächster bei. Für Amnesia. Was reicht es? Hätte ich ja fast gesagt, kauf die UMP, verzichte auf eine Flashbang. Damit du was zum Schießen in der Hand hast. So reicht halt nur die 35-7. Das ist halt jetzt dieses Problem, weil er letzte Runde gekauft hat. Ist halt ein Nachteil. Und er deckt alleine B. Und dann muss er mit der Pistole überzeugen. Hat zwar hier bei Aiden den Hybriden, der schnell in die Mitte mithelfen kann. Über die Mitte halt Richtung Wend mithelfen kann. Aber das ist trotzdem Amnesia alleine mit der Pistole. Ja. Und sollte es hier schnell wieder gehen, mit dem Tempo Richtung B, dann sehe ich schwarz dafür, Orklis. So, wartet da wunderbar ab bei Alit Overdrive. Finde ich auch sehr cool, dass man jetzt das Tempo rausnimmt und verzögert halt, versucht wahrscheinlich auch wieder die Mitte anzuspielen oder Richtung B. Na, lässt man Orklis immer so ein bisschen jetzt im Regen stehen. Ne? Die warten natürlich auch, dass sich irgendwo was zeigt. LAN Pony wird da schon nervös. Und Jensen, der wechselt auch sehr, sehr oft die Position. Besonders die Tür ist für ihn jetzt ein Riesenproblem, weil er halt sich gar nicht auf Main konzentrieren kann. Ist er natürlich auch hier vielleicht ein gefundenes Fressen. Und er steht super weit weg von seinen Mates. So, jetzt geht's hier Richtung Mitte raus. Justin aimt Richtung 1. Oh, schöner Bait von Recon. Oh, ich weiß nicht, ob er da mit beiden rechnet. Das ist eigentlich ein gutes Kreuzfeuer, was sie haben. Und alle Overdrive läuft die Zeit davon. Und die wollen jetzt Richtung B. Das soll wieder der B-Sprint werden. Justin macht den ersten. Wird aber hier von Aiden rausgeholt. Mit dem rechnet er da oben nicht. Damit die Mitte jetzt erstmal hier dicht. Und Proxy kümmert sich drum. Der verliert das Duell. Geht aber zwischenzeitlich gegen die 5-7 auf B drauf. Oh, das könnte gut werden. Sie haben jetzt ein gutes Kreuzfeuer. Eine schnelle Rotation. Timbo nimmt da den Raum ein. Aber das reicht wahrscheinlich nicht. Und dann ist es Recon. Und sie holen Runde Nummer 2. Da hat sich alle Overdrive zu viel Zeit gelassen. Und dieses Kreuzfeuer in der Mitte war hier der Garant, dass man da keinen B-Split draus machen musste. Auch eine sehr, sehr schnelle Rotation von den Jungs von Orklis. Und für alle Overdriven gibt es hier keine Chance mehr, auf den Spot zu kommen. So, Justin wieder erfolgreich Richtung Mitte. Man will hier jetzt direkt wieder zurückschlagen und Orklis hat halt kein Geld.
wenn sie die Runde verlieren. Das heißt, da geht der Teufelskreis wieder von vorne los. So, Timo. Vollgas einfach raus, findet Spieler Nummer 1 und es ist halt jetzt diese Lücke, die sie auch schon die ganze Zeit auf dem A-Spot haben, die ihn halt hier gerade ein bisschen zum Verhängnis wird. Ja, da kann Amnesia nicht mehr viel machen. 2:10. Also, der Name Vollgas ist hier Programm und Geld ist mehr als genug da bei den Jungs von Alles Overdriven. So, mal schauen, was man hier jetzt machen kann. Man wird nochmal ein bisschen Geld auf die Seite legen und dann versuchen hier natürlich nochmal gegenzukaufen in Runde Nummer 14. Aber es ist natürlich jetzt, steht unter keinem guten Stern. So spät nochmal ein Money Reset zu erfahren, das ist ein Knickbruch eigentlich auf so einer Map. Und die Bombe ist schon auf B gelegt. Also, Alles Overdriven gibt ja auch sehr, sehr konsequent das Tempo vor. Und gewinnt halt fast auch alle Duelle. Und so heißt es für LAN Pony irgendwie noch die AWP hier durchzubringen. So, LAN Pony mit dem ersten. Da wird nochmal durchgeballert. Tänzelt dann ein bisschen. Jetzt haben sie hier nochmal Geld. Durch den Safe. Für Runde Nummer 14. Plus die AWP. Gar nicht so schlecht eigentlich. Heißt es hier nochmal Vollgas zu geben und zu kaufen. Und was hat man vor? Man baut sie erstmal wieder flott vorm A-Spot auf. Das war eigentlich immer eine große Lücke. Jensen wird da gleich mit der Farmers ein Problem bekommen. Er steht halt wieder allein. Er sieht den ersten Spieler. Flecht sich jetzt rein. Will er da rumziehen? Nimmt die rechte Bahn. Und kommt die Richtung Gelb. Und er wird direkt gesehen. Die Flash oder beziehungsweise die Smoke wird jetzt mal nicht viel helfen. Die Smoke kommt hier doppelt. Damit reicht es hier nicht an der Waffenpower und Jensen ist da einfach Frischfleisch. Geht über die Tür raus, zieht gemeinsames Tempo an, nimmt den Spot ein. Und es geht wieder für Orkless hier in den Retake. Und das wird hier durch das gute Aiming von Orkless ziemlich gut. Oder das gute, das gute Aiming von Alles Overdriven wird das hier einfach abgefangen. Jetzt noch Recon mit der AWP. Und die wird man jetzt für die 15. Runde hier durchbringen. Mit aller Gewalt. So, Alles Overdriven hat mehr als genug Geld. Dann wird es jetzt einfach auf die Jagd gehen. Ah, Recon sieht da die Waffe. Oh, schöner Schuss von ihm. Aber dann ist es Justin, der mit der AWP da schon wartet. Bis der Spieler sich rausbewegt. Und da schreit der Hund. Sehr gut. So, jetzt heißt es hier für Orkless irgendwie die Runde zu holen. Also Justin hat richtig Bock. Was sagt denn eigentlich die Stats von... 27 Fracks? Die erste Hälfte ist rum, der hat 27 Fracks gemacht. Läuft bei ihm. So, Jensen kann da jetzt aufhalten. Aber trotzdem sieht es nicht gut aus für Orkless, weil Brocky da schon durch ist, der Headshot sitzt. Jensen. Alleine. Und zwei gegen eins. Das ist halt wieder diese Lücke. Und die kann Proxy ausnutzen. Jetzt wird Jensen komplett hier eingekesselt. Ah, da schießt er vorbei. Also bei Orkless hat man halt diese riesige Lücke auf dem A-Spot, meiner Meinung nach. Was Alles Overdriven gerne ausgenutzt hat, dann gewinnt man halt die Duelle in der Mitte. Und dann hast du halt bei Alles Overdriven die freie Wahl, wohin du gehen willst. B hat noch einigermaßen gut gestanden. Aber AWAC ging gar nicht. Also da hat nichts funktioniert.
Ja, 2 zu 13. Zweite Hälfte. Und Proxy räumt da auf. Proxy will noch mehr haben. Proxy macht den dritten. Komm, hol dir den vierten, Junge. Mach den vierten. Und jetzt ist das Ace in reichbarer Nähe. Und er hat natürlich Blut geleckt. Er will das Ace haben. Und bekommt es. Super stark davon. Proxy einfach den Spot niedergehalten. Einfach drüber gedampft mit Vollgas. Let's go. Name hier auch Programm. Sehr schöne Klicks davon von Proxy. Läuft bei ihm. Aber das war auch gut geaimt in der Situation. Also, da hat er alles gegeben. So, Cap war nochmal kurz AFK. Und bei Orklis wartet man jetzt. Irgendwo auf den Push, dass irgendwie alle Overdriven gierig wird. Und versucht da vielleicht vorzugehen. Übermütig. Das soll hier Richtung Main passieren. Da steht man aber auch zu eins. Versucht jetzt über den Hintergrund mit dem Backstep zu arbeiten. Bei Aiden. Klappt nicht. Jensen zumindest noch dem Frack. Aber so, das ist jetzt die Situation, die sie ausgenutzt haben. Einfach da abzuwarten. Aber das hat halt auch zwei Spieler gekostet. Und jetzt gehen sie halt vor B noch vor. Ja, und das schmeißt dann halt Overdriven die Runde weg. Vielleicht schafft es MRK nochmal den Retake hier zu spielen. Im 3 gegen 1. So, bekommt den ersten auf dem Präsentierteller. Hat den zweiten gesehen, aber da war der LAN-Pony schon. Ah, die Flash fliegt hinter ihn. Zweite Flash auch. MRK pusht raus und das ist willkommen. Free Frag für LAN-Pony. Damit das 3 zu 14. Und für alle Overdriven heißt es direkt hier wieder gegen zu forcen. zu 14. Also, alle Overdriven lässt den Gegner hier vielleicht nochmal ein bisschen auf die Pirsch gehen. Und Orklis muss sich jetzt irgendwas überlegen. Die stellen ein vor B ab mit der AK auf Long Distance. Und da wird auch direkt wieder ausschließen gegangen mit Cap. Und wird jetzt das Duell gegen Wicken haben. Schießt ihn auf 37 HP runter und er zieht es direkt zurück, weil Jensen kommt da auch noch hinterher. Oh, was ein Klick von Cap. Schön aufgepasst. So, Rekin kommt da raus, als hätte ich auch keine Lust mehr dahin zu gehen. Und Rekin zieht sich halt direkt zurück. Ja, gut, ne? Da willst du halt schon versuchen, zu 2-3 zu gehen. Und dann steht halt Cap mit der Deagle da. Und der hat keine Lust mehr. Da hast du keine Lust mehr, irgendwo nochmal hinzugehen. Ja, also versucht der nochmal kurz zu gehen. Jo, das war sein Todesurteil. Also, da versucht man vielleicht das Duell etwas zu sehr zu erzwingen. Holt aber auch Zeit von. Ich glaube, der beschäftigt da die Leute gefühlt schon 30 Sekunden. Jetzt ist es immer noch nicht sein Todesurteil. Wie hat er das überlebt? Ah, der stand halt da an der Ecke. Okay. Also Cap, ja, der hält hier die ganze Wucht von Orklis auf. Bekommt dann mit Proxy noch den nächsten und dann war's das. Legal Party ist hier vorbei. 3 zu 15 und das ist der Matchpoint. Das ist der Matchpoint. Und für alle Overdriven scheint das doch hier erstmal eine leichte Partie zu werden. Mal gucken, ob Orklis hier nochmal ein Wörtchen mitreden darf. So, es kommt eine Flash, da sind sie gar nicht drauf vorbereitet, dass diese Flash hier unten an die Kante fliegt. Aber da soll viel Gegenwehr kommen. Da rennen die einfach raus. Mal schauen, ob sie da mit Gegengewalt hier überpushen können. Aiden wird da nochmal ein bisschen was machen können, aber es ist jetzt die 3 gegen 2 Situation. Ist das hier das GG well played? Sie haben halt nur die Deagle und die MP9. LAN-Pony kann da zwar nochmal den Klick verteilen, aber trotzdem, der Waffenvorteil und der Equipmentvorteil ist bei Alet Overdrive. Kommt hier nochmal Richtung Gelb. Riesenpech für LAN-Pony, der kriegt halt die Nade vor die Füße geschmissen. Super bitter da für ihn. Aber auch gut gemacht von Alt Overdriven, dass sie einfach die Ecke Molotoven plus eine Nate hinschmeißen, weil das halt eine Position ist, wo du immer sitzt. So, und jetzt ist der letzte. Tür dicht. Und es wird defused. GG, well played. Damit kann sich hier Alt Overdriven die erste Map sichern. Und zwar doch sehr, sehr eindeutig